Vergesst MaxView Roam, Megasat Camper Connect, Oyster Connect Vision und die ganzen LTE-Internet-Antennenpakete aus den Campingshops. Die haben oft nur alte Technik mit Cat 4 verbaut. Dabei geht es heutzutage doch schon deutlich leistungsstärker und das noch dazu günstiger. Willkommen auf Womoblog. In diesem Clip erklärt euch ein Spezialist nicht nur, was Cat 4 bedeutet, sondern auch, welche Antenne richtig ist und erläutert außerdem die Netzunterschiede von Telekom, Vodafone und O2 und gibt euch Empfehlungen, was für wen das richtige Angebot ist. Wenn ihr schnelles Internet wollt, solltet ihr also nicht veraltete Hausmannskost kaufen, sondern auf neueste Technik und einen guten Provider setzen. Ich freue mich, Christian Rosner, bekannt als Antennenfreak, begrüßen zu können. Hallo Christian! Hallo. Christian will uns Laien auf verständliche Art und Weise in die LTE- und 5G-Technik einweihen. Denn nur so werdet ihr und ich verstehen, was wirklich wichtig ist, wenn man schnelles Internet beim Camping haben will. Oder sogar haben muss. Spätestens wenn ihr Streamen und Homeoffice aus dem Wohnmobil oder Wohnwagen machen wollt, kommt ihr daran nicht mehr vorbei. Ich spoilere hier jetzt mal ein bisschen für die, die ansonsten gleich zum Fazit vorspringen. Christian erzählt uns nicht nur, wie man mehr Leistung herausholt, sondern hat auch noch drei Pakete für unterschiedliche Bedürfnisse zusammengestellt. Eins für wenig Platz und mit geringem Stromverbrauch, europaweit im Einsatz. Das nächste mit Highspeed, ja sogar Cat 19, braucht mehr Platz und mehr Stromverbrauch, ebenfalls für ganz Europa. Und wer weltweit alle bekannten Netze nutzen will, der ist mit der Weltweit-Version und Cat 12 und noch dazu geringem Stromverbrauch dabei. Wie die Technik funktioniert, auf was man achten muss, was ihr wirklich braucht und welchen Provider Christian euch empfiehlt, seht ihr gleich nach dem Trailer. Netflix, Amazon Prime, Disney. Wir streamen mittlerweile nicht nur zu Hause, auch im Urlaub wollen viele ihr Streaming-Angebot nutzen. Mit der Corona-Krise ist aber auch die Anforderung entstanden, jederzeit aus dem Wohnwagen oder Wohnmobil arbeiten zu können. Also Homeoffice überall. Das funktioniert jedoch nur, wenn man schnelles Internet hat. Und das ist in manchen Teilen Deutschlands nicht ganz so einfach. Doch es gibt Lösungen. Die Firma Antennenfreak hat sich einen Namen gemacht, auch das Letzte aus der Leitung oder dem Funkmast herauszuholen. In Gegenden, in die ansonsten wahrscheinlich das Internet noch per Modem kommt, können diese Profis die Menschen in die Neuzeit holen. Auch Christian Rosner kann nicht zaubern, aber er weiß, wie man das Optimum herausholt. Willkommen, Christian Rosner. Hallo. Christian, Im Campingbereich gibt es vermehrt Außenantennen und Router zu, ja, meines Erachtens stolzen Preisen. Mit Einbau landet man da nicht selten über 1000 Euro. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Geräte fast alle Cat 4 haben. Ist es überhaupt noch zeitgemäß und ja, was bedeutet eigentlich dieses Cat 4? Nun ja, Cat 4 heißt eigentlich nichts anderes, als dass der Router so Technik von 2012 drin hat und lediglich eine einzige LTE-Frequenz unterstützt. Oha. Dazu muss man wissen, dass mittlerweile alle Anbieter, die es gibt, also egal ob jetzt Vodafone, Telekom, O2, mindestens zwei, zum Teil auch drei Frequenzen zur selben Zeit pro Sender verwenden. Das Ganze könnte man sich auch als ein Tortenproblem vorstellen. Das heißt also, es gibt zum Beispiel drei Torten, die den drei Frequenzen entsprechen, die dann zur selben Zeit gerade verwendet werden. Zum Beispiel LTE 800, LTE 1800, LTE 2100. Wer sich schon mal mit der Materie in irgendeiner Weise beschäftigt hat, wird diese Sachen schon mal gehört haben. Wenn man jetzt ein Cat 4-Gerät hat, dann heißt das, der kann nur eine einzige Frequenz nutzen. Das heißt also quasi von den drei Torten, die vorhanden sind, nur eine einzige nutzen. Und da meistens nur die, die halt am stärksten gerade ankommt. Das sind allerdings in der Regel die niedrigen Frequenzen, also in diesem Fall LTE 800, die zusätzlich den Nachteil haben, dass sie nur die Hälfte an Bandbreite liefern, was die höheren Frequenzen liefern.
Das heißt also, wenn jetzt alle auf dem Campingplatz nur ein Cat4-Gerät haben, dann wollen alle zur selben Zeit dieselbe Frequenz nutzen. Und das ist dann so ähnlich wie mit dem WLAN auf dem Campingplatz. Wenn abends alle zur selben Zeit dort rein wollen, bleibt für den Einzelnen kaum noch was übrig an Bandbreite. Und so ist es eben mit diesen Cat4-Geräten auch. Habe ich jetzt ein Gerät mit einer höheren Kategorie, was also mehr kann, wie zum Beispiel Cat6, dann kann dieses Gerät schon zwei Frequenzen zur selben Zeit nutzen, also quasi von zwei Torten sich was holen. Das heißt also, wenn jetzt alle Geräte dort auf dem Campingplatz Cat6 haben und wieder alle dasselbe machen wollen, bleibt für den Einzelnen doppelt bis dreimal so viel übrig, schon wegen der höheren Bandbreite von der höheren Frequenz, als vorher. Okay. Das heißt also, mit einem Cat6-Gerät ist man schon wesentlich schneller bei. Wenn man jetzt ein wirklich modernes, also ein richtig modernes Gerät nimmt, ab Cat11 aufwärts, dann heißt das, dass man nicht nur alle drei Frequenzen nutzen kann, das heißt also von allen Torten quasi sich was holen kann, sondern zusätzlich durch die bessere Netzausnutzung, die können, eben noch einen Aufschlag kriegt, quasi noch ein Sahnehäubchen obendrauf. Das heißt also, gegenüber einem Cat4-Gerät kann ein zum Beispiel Cat12-Gerät oder Cat19 oder ähnliches eben dann ohne Schwierigkeiten das Dreifache, Vierfache oder Sechsfache rausholen von dem, was eben diese alten, einfachen Geräte können. Und gerade auf dem Campingplatz, wenn alle streamen wollen, wirkt sich das sehr schnell, sehr drastisch aus. Das heißt aber auch, wenn jetzt ganz viele diese Cat4-Geräte haben und nur ganz wenige diese guten, was hast du gesagt, 12 oder 19, dann sind die eigentlich privilegiert. Richtig, genau. Ja, genial. Ja, also die können dann noch ohne Schwierigkeiten streamen, wenn andere eben gerade mal noch ihre E-Mails abrufen können. Und das muss nun nicht wesentlich teurer sein als das, was man so im Zubehörhandel von den einschlägigen Anbietern bekommt. So ein Router baut du also im Wohnmobil oder Wohnwagen dann ein WLAN auf? Brauche ich dann überhaupt noch eine Außenantenne? Das Problem ist eben, dass so ein Wohnmobil auch abschirmt. Das heißt also, so wie jedes Fahrzeug oder auch wie jedes Haus, hat man draußen halt einen deutlich besseren Empfang als drin. Hinzu kommt, dass eben auf dem Campingplatz nicht nur ein einziger Wohnwagen steht, sondern ganz viele ringsherum. Und jeder von denen schirmt halt ein bisschen ab, was zur Folge hat, dass dann sowohl vor dem Wohnwagen, aber noch mehr drinnen, deutlich weniger ankommt, als zum Beispiel, wenn man am Rande in Richtung des Senders steht. Aber diesen Fall hat man eben nur selten, denn wie gesagt, so ein Campingplatz ist eben sehr häufig recht voll und dann stehen die Wohnwagen eben dicht bei dicht und schirmen sich gegenseitig ab. Abhilfe kriegt man dann, indem man eben aufs Dach geht vom Wohnwagen, denn auf dem Dach kann die Antenne häufig über zumindest sehr viele von den Wohnwagen drüber schauen. Und bei den restlichen hat man einfach den Vorteil, die ganzen Geräte, die eben aus Metall sind und gut abschirmen, die stehen irgendwo unten. Zum Beispiel der Kühlschrank, zum Beispiel der Motor und ähnliches. Und weiter oben hat man meistens nur Kunststoff oder Luft oder ähnliches. Das heißt also, oben hat man dann den großen Vorteil, dass die Funksignale fast ungeschwächt ankommen an der Antenne und man ein wirklich starkes Signal hat. Also ich habe jetzt schon wieder viele Sachen rausgehört. Ich habe so ein einfaches Kästchen. Habe ich nie drüber nachgedacht, lag bei mir tatsächlich irgendwo unten im Schaukasten, einfach damit es ja nicht stört. Habe ich überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet, dass der sich ja dann gestört fühlen könnte durch die Geräte, durch den Kühlschrank, die Heizung, die in der Nähe aus Metall sind und das Ganze abstimmen. Wieder was gelernt. So eine Außenantenne ist wichtig, habe ich jetzt mitbekommen. Noch dazu, freie Sicht, denke ich mal, es mit jedem einleuchten, ist immer besser, als wenn irgendwo umbauter Raum ist. Wohnmobil ist bei mir aus GFK. Ich weiß, unser
Wohnwagen war damals aus Aluminium. Also ich denke, klar, Außenantenne ist wichtig. Jetzt lese ich von 5G, WLAN, GPS, das in so einer Antenne verbaut ist. Oder ja, reicht da nicht einfach eine einfache LTE-Antenne? Kommt drauf an. Wenn man jetzt wirklich nur LTE verwenden will, wie zum Beispiel mit deinem kleinen Router, wenn der zum Beispiel auch Antennenanschlüsse hat, was ja nicht selbstverständlich ist, das haben nur sehr wenige und relativ hochpreisige Router heutzutage, dann reicht eben eine normale LTE-Antenne auch aus. Aber sie muss halt aufs Dach und sie sollte dann eben auch ausreichend Leistung bringen. Ich sehe auch manchmal, dass so der eine oder andere Camper einfache Stabantennen verbaut. Kann man machen, keine Frage. Aber die bringen halt weniger Leistung. Und wenn man eben mal einem Baum etwas zu nahe kommt, dann reißt er die auch mal ganz schnell runter. Ja, das heißt also, so Okay. etwas ist eben doch mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Da sind solche flachen Antennen, wie sie heutzutage eigentlich üblich sind, deutlich die bessere Wahl. Und die sind auch nicht so wesentlich teurer als zwei von diesen Stabantennen zum Beispiel. Sollte man schon mal im Kopf haben. Es macht einfach Sinn, schon etwas vorauszudenken. Und wenn man seinen Wohnwagen, sein Wohnmobil, sein Van auch etwas länger nutzen will und einen Zeithorizont von mehr als 3, 4, 5 Jahren hat, dann macht es schon Sinn, gleich eine Antenne zu nehmen, die vielleicht auf 5G schon kann. Wenn man dann mal später umsteigen will und statt des alten Routers, den man jetzt hat, mal einen modernen 5G-Router anschließen möchte, dann muss man nicht wieder aufs Dach, sondern lässt halt alles, wie es ist, oben und schließt einfach nur unten an die Kabel den neuen Router an. Fertig. WLAN GPS, also ist ja auch immer ein Thema, die sind ja zum Teil dabei. Ja, es gibt natürlich auch Geräte, die in der Lage sind, sowohl LTE zu nutzen, als auch das WLAN des Campingplatzes oder wo man halt gerade steht, von McDonald's, von der Tankstelle reinzuholen in den Camper und dort verstärkt abzustrahlen. Wenn man so etwas machen will, macht es schon Sinn, wenn die Antenne, die man auf das Dach baut, eben auch WLAN kann. Und GPS bekommt man häufig einfach so dazu, denn es gibt kaum noch Antennen, die eben nur LTE und WLAN können und eben kein GPS. Was ist da der Preisunterschied zwischen den Antennen, die das können und die das nicht haben? Also eine einfache LTE-Antenne muss man so rechnen bei rund 130 Euro. Eine Antenne, die eben WLAN plus LTE kann, kostet ungefähr so 20 Euro mehr. Und für die 5G-Antennen muss man so mit einem Aufschlag von 50, 60, 70 Euro rechnen. Das heißt also, im Vergleich zu jetzt eine Billiglösung kaufen und dann später eine neue aufs Dach bauen, da ist das doch der Unterschied so gering, dass das vor allem im Hinblick auf die Einbaukosten und den Aufwand, den man treiben muss, selbst wenn man es selber einbaut, eben doch dann schon sinnvoll ist, gleich etwas Zukunftsfähiges zu nehmen. Ja gut, noch dazu, wenn du gesagt hast, und das ist ja einleuchtend, 3, 4, 5 Jahre, solange wollen wir unsere Wohnmobile, unsere Wohnwagen ja alle nutzen, also dann wahrscheinlich ein bisschen mehr investieren und zukunftssicher sein. Außenantenne habe ich Das macht schon verstanden. Sinn. Ich werde auf jeden Fall gleich auf die 5G setzen und mit Sicherheit auch WLAN und GPS einbauen, denn sonst fange ich ja wieder an, irgendwo das Dach aufzureißen. Das ist ja unsinnig. Kommen wir zum Router. Im Router sitzt ja eine SIM-Karte des Internetanbieters. Und mit diesem kleinen Kasten, also mein Alter ist da nicht mehr zeitgemäß, verbinde ich mich mit der Welt. Ist quasi die Fritzbox des Wohnmobils. Wenn ich nun eine hervorragende Antenne habe mit 5G, ja, kann dann der Router das nicht auch gleich? Nein, leider nicht. Das wäre zu schön, wenn man einfach eine 5G-Antenne anschraubt und schon kann der Router 5G und man spart 500 Euro für einen 5G-Router. Ja, das wäre toll, aber leider ist das nicht der Fall, sondern der Router muss dann eben auch ein 5G-Empfangsteil haben. Und wenn man da sich schon mal irgendetwas derartiges
besorgt hat, zum Beispiel von der Telekom oder von Vodafone, dann gibt es dann solche dicken Dinger hier. Das ist bereits ein umgebauter, wo dann die Antennen nach draußen geführt worden sind. Moment, das ist von euch umgebaut? Das ist von uns entsprechend umgebaut worden. Der braucht dann eben in diesem Fall wirklich 6 Antennen. Also ich könnte also jetzt bei euch schon so, weil ich kenne das Ganze ohne Antenne, ich könnte bei euch also jetzt schon einen 5G-Router bekommen für 6 Antennen. Damit wäre ich auf dem allerneuesten Stand. Damit wäre man auf dem aktuell neuesten Stand, das ist richtig. Man muss aber im Hinterkopf haben, dass das, was momentan als 5G vermarktet wird, nur so eine Art 5G-Lite ist, weil das Gerät immer gleichzeitig Empfang haben muss von 4G und von 5G, sonst funktioniert es nicht. Okay, das heißt, das momentan nicht. Lieber noch nicht auf 5G setzen? Also wer es wirklich braucht, oder zu brauchen meint, kann das machen, aber aus meiner Sicht ist man momentan mit einem reinen LTE-Gerät wesentlich besser aufgehoben, wenn das eben ein entsprechend gutes ist. Wenn ich mir so die LTE-Netze angucke, die ich bislang getestet habe, dann holt man derzeit mit einem LTE-Router mehr Geschwindigkeit raus als mit einem 5G-Router. Okay, das heißt, auf was muss ich achten, wenn ich mir jetzt sowas kaufe? Was sind so die wesentlichen Punkte? Die wesentlichen Punkte ist absolutes Minimum, ist eben ein K6-Router. Wenn man zusätzlich eben auch noch WLAN haben möchte, dann eben entweder mit einem zusätzlichen WLAN-Repeater, was natürlich den Aufwand erhöht, oder aber einem Gerät, was beides gleichzeitig kann. Wenn ich mir zum Beispiel davon Elektronika, die entsprechenden Geräte angucke, dann stelle ich fest, die haben ziemlich viele Antennenanschlüsse. Okay. Die sind dann eben zweimal für WLAN, zweimal für LTE, einmal für GPS und bei diesem Teil sogar auch noch für Bluetooth. Ja, das wäre also zum Beispiel ein Gerät, was so Industrieware ist, was ich auch zunehmend mehr Camper dann in ihr Fahrzeug einbauen. Das war jetzt ein komplexes System. Gibt es auch was Einfacheres? Es gibt auch was Einfacheres. Wenn ich zum Beispiel einfach nur LTE haben will, dann wäre das zum Beispiel ein solches Gerät. Das hat eben zwei Anschlüsse, zwei Antennen, die kann ich abschrauben. Dort kommen dann eben die Dachantennen oben drauf. Also die Kabel kommen da rein? Die Kabel kommen da rein, genau. Das ist eben klein und trotzdem leistungsstark. Gibt es eben mit K6, gibt es auch mit K12 inzwischen, ist also ausreichend schnell und vor allem, wenn man halt autark stehen will. Das Gerät braucht extrem wenig Strom. Das liegt so bei 5 bis 6 Watt, was es verbraucht. Der Tonika-Router, die Glocke beim Doppelten und drüber. Okay, also bevor wir jetzt da nochmal drauf gehen, habe ich verstanden, dass der Router ist das Herzstück. Da müssen wir aufpassen, dass wir jetzt die kommende Generation, also 5G, ja eigentlich momentan noch gar nicht nutzen können, sondern eigentlich ein LTE-Gerät nutzen sollten. So habe ich das rausverstanden, weil die auch gegebenenfalls schneller da noch sind als die 5G. Du hast eben gerade den einfach zu bedienenden gezeigt und das Profi-Teil. Jetzt erinnere ich mich mit Grauen an das Einrichten des Internets daheim. Habe keine Ahnung, wie kompliziert dann dein Profi-Teil ist. Was sollte der normale Camper nehmen, der jetzt nicht tagelang sich mit den Einstellungen beschäftigen möchte? Wenn er sich nicht tagelang mit den Einstellungen beschäftigen möchte. Also die Teltonika-Geräte sind halt Industriegeräte. Die können sehr viel und diese Vielfalt an Möglichkeiten bringt eben auch eine Vielfalt an Einstellmöglichkeiten mit sich und damit eine Vielfalt von dem, was man falsch machen kann beim Einstellen. Das heißt also, das ist nicht so einfach, SIM-Karte rein und läuft, sondern dort muss man dann wirklich quasi einsteigen ins Eingeweide von dem Router und alles Mögliche noch einstellen. Und noch schlimmer wird es, wenn man eben irgendwo auf den Campingplatz geht und auch noch das WLAN
verwenden will, dann wird es zum Teil richtig aufwendig, bis das endlich so funktioniert, wie man es haben möchte. Deswegen sind wir momentan dran, Geräte auf den Markt zu bringen, die das eben auch möglichst einfach können. Das werden dann zum Beispiel solche Geräte sein, die dann auch schon die entsprechenden Anschlüsse haben mit vier Antennen, zwei für LTE, zwei für WLAN und die eben dann sehr einfach einzurichten sind. Die suchen sich dann raus, was es eben auf dem Campingplatz an WLANs gibt. Man klickt an, welches man haben möchte und das war es dann auch schon. Die Und wann wird es das geben? Einrichtung. Wann wird es das geben? Weil du sagst, das hast du noch nicht. Das werden wir ungefähr so in 4 Wochen auf den Markt bringen können. Die sind zurzeit noch in der Testphase und wir möchten nicht unbedingt Bananenpolitik treiben, produktreif beim Anwender, sondern eben möglichst ein Gerät verkaufen, wo derjenige auch dann sicher sagen kann, das funktioniert so, wie ich es haben möchte. Also nur damit wir jetzt aufpassen, wir sind jetzt im September. September 2021 sollte das jetzt jemand in dem Genau. Jahr gucken, nicht, dass ihr jetzt nochmal 4 Wochen wartet. Also ich gehe mal davon aus, im Herbst 2021 können wir bei dir dieses Gerät kaufen. Auf jeden Fall. Was haben wir denn für Preise denn da? Also die Teltonika-Router mit Cat6, je nachdem welchen man nimmt, die liegen irgendwo so zwischen 250 und 350 Euro. Dieses Gerät mit Cat6, was dann eben deutlich einfacher zu handhaben sein wird, das wird dann so auch im Preisbereich um die 150 Euro liegen. Plus Antenne, was kostet eine Antenne, eine Plus 5G-Antenne? Antenne. Bei der Antenne kommt es eben darauf an, ob man eben noch auf die reine LTE-Technik setzen will oder aber dann auch schon auf 5G. Nee, Dann machen wir mal kommt, 5G, machen wir mal ein Komplettpaket. Also 5G-Antenne wenn wir mit 5G. WLAN und GPS. Also wenn man es so komplett haben will, mit Kabeln und Gewindeverlängerung und was man eben so alles braucht, Stromversorgung, landet man zum Schluss ungefähr bei 450 Euro. Bei der Antenne. Insgesamt Insgesamt. Alles zusammen. für alles Mit zusammen, dem Router. Router, Antenne, Kabel und die Durchführung fürs Dach. Und bin damit eigentlich auf dem allerneuesten Stand und weit weg von dem, was ich momentan Genau. im Handel so bekomme. Nicht schlecht. Also Genau. das wundert mich jetzt, denn ich hatte jetzt erwartet, dass aufgrund der ja, Aktualität der Geräte, wir sind ja, was weiß ich, beim Doppelten sind bei dem, was wir irgendwo in der Campingindustrie so bekommen. Hört sich super an. Kommen wir vielleicht noch zu zwei, drei Fragen zum Schluss. Du hast vorhin schon mal angesprochen, Stromverbrauch. Also so ein Router den ganzen Tag laufen zu lassen, das zieht mir ja über den Tag unter Umständen die Batterie, leer. Wie hoch ist denn der Stromverbrauch? Der Stromverbrauch von solchen Routern, je nachdem, welchen man nimmt, liegt irgendwo zwischen 5 Watt und 20 Watt. Aber trotzdem, wenn man eben viel autark stehen will und nicht auf dem Campingplatz, wo man eben Landstrom hat, dann macht es schon Sinn, darauf zu achten, dass das Gerät, was man eben nimmt, dann möglichst wenig verbraucht. Ja, ganz wichtig. WLAN, habe ich noch eine Frage dazu. Ich habe jetzt Gerne. verstanden, das ist mir vorher gar nicht klar gewesen. WLAN brauche ich ja einmal, um im Wohnmobil meine ganzen Geräte zu bedienen. Also Ja. der Router liefert ja an mein Fernseher, an mein Smartphone, an mein Tablet, was weiß ich was, per WLAN die Funktion. Aber brauche ich überhaupt diese Repeater-Funktion heute noch? Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Das hängt halt von ab, was man machen will. Es gibt manchmal Gegenden, wo es zwar einen Campingplatz gibt, aber so gut wie kein LTE. Oder aber man hat halt die falsche Karte bei, zum Beispiel eine von O2 und stellt dann fest, oh, ich habe zwar jetzt eine Karte von O2, aber kein Netz von O2. Also, was bleibt mir übrig, wenn ich irgendetwas machen will mit dem Internet, bleibt mir nur das WLAN vom Campingplatz. Deswegen, es macht schon Sinn. Außerdem, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Van habe oder einen Wohnwagen, der von außen noch Blech hat und eben nicht nur wie bei dir GFK, dann kommt von dem WLAN, das der Router innen produziert, draußen nicht allzu viel an.
Wenn ich jetzt aber draußen auch meinen Fernseher hinstellen will, zum Beispiel ins Vorzelt, dann kann es sein, dass die Bandbreite durch das Blech so weit verringert wird, dass ich nicht mal mehr sinnvoll Fernsehen gucken kann, obwohl der Router eigentlich ausreichend Bandbreite liefert. Und dann wiederum macht es Sinn, wenn halt auf dem Dach auch eine WLAN-Antenne ist, die eben dann dieses Signal abstrahlt. Okay. Was man selber produziert hat. Über was wir jetzt überhaupt noch nicht gesprochen haben, aber du hast eben gerade mal einen Nebensatz ziemlich biestig angesprochen, O2. Das sind die Internetanbieter. Das fragen mich ja ganz viele Menschen, welchen Anbieter soll ich überhaupt nehmen? Also reicht nicht Aldi, Freenet, Funk und O2? Also du hast O2 eben gerade genannt. Oder muss es halt die teure Telekom oder Vodafone sein? Wo sind da die Unterschiede? Die Unterschiede liegen eben darin, dass Vodafone und Telekom deutlich mehr Geld in die Hand nehmen, um eben ihren Netzausbau zu forcieren. Wenn man schon mal in Schleswig-Holstein, wo ich hier wohne, rumgefahren ist, zum Beispiel am Nord-Ostsee-Kanal lang oder auch über die Dörfer und hatte dann eine O2-Karte im Handy, wird man sehr häufig im Display nur ein E sehen für Edge. Das heißt also, es ist nur 2G vorhanden und sonst nichts. Wenn man aber zum Beispiel eine Vodafone-Karte drin hat oder eine Telekom-Karte, dann hat man das wesentlich seltener. Außerdem bauen eben Telekom und Vodafone mit deutlich mehr Frequenzen ihre Sender aus, als es O2 macht. Und weil O2 eben weniger Geld ausgibt für den Netzausbau, sind eben auch die Tarife günstiger. Günstige Tarife zieht aber wiederum mehr Leute an, die eben diese Tarife verwenden. Das heißt also, man hat mehr Nutzer in einem schwächeren Netz, so es denn vorhanden ist. Und dann hat man eben häufig auch den Nachteil in solchen Fällen, dass wenn man viele Nutzer in einem schwächeren Netz hat, für den einzelnen Tortenproblematik, wieder weniger übrig bleibt. Das ist eben das Problem, was man dabei hat. Okay, und wie ist es im Ausland? Im Ausland kann man O2 bedenkenlos nehmen, das ist überhaupt kein Problem, weil dort nutzt O2 halt die Netze, die es dort vor Ort gibt. Das heißt also, die schlechte Netzabdeckung, die O2 vor Ort hier hat in Deutschland, wirkt sich im Ausland überhaupt nicht aus, weil dort hängt es nur von ab, wie gut ist dort die Netzabdeckung vor Ort. Okay, verstanden. Und den Anbietern, die es dort gibt. Das heißt aber im Umkehrschluss schon, dass in dem Moment, wo ich mich viel in Deutschland bewege, es ja essentiell sein wird, ob ich mich zwischen Vodafone oder Telekom entscheide, weil O2 und Co., so nenne ich es jetzt einfach mal, also die ganzen Distributoren, die es da noch gibt, die werden nicht diese Leistungsqualität haben, die wir jetzt hier für ein Homeoffice, für ein Streaming, für ein Daddeln am Computer eigentlich haben wollen. Insbesondere für Homeoffice würde ich dringend von abraten, O2 zu nehmen. Da könnte man schon mal sein blaues Wunder erleben, es sei denn, man weiß, wo man hinfährt und weiß, okay, ich stehe dort weitestgehend ohne irgendwelche Konkurrenz, habe dort halt den Sender in der Nähe, dann kann man das machen. Aber wenn man einfach so losfährt und dann sich auf den Campingplatz stellt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man dann, wenn man es braucht, halt nicht die Bandbreite hat, die man gerne hätte. Sinn macht es auch, wenn man sich dann eben zum Beispiel einen Vertrag sucht für Deutschland, wo man nur dann zahlt, wenn man es auch nutzt. Gerade diejenigen, die eben mit dem Camper nur 2x2 Wochen unterwegs sind, für die ist das schon sinnvoll, sich solche Verträge zuzulegen, wo sie eben nicht das ganze Jahr zahlen. Okay, das ist ja auch wieder ein Geheimnis, denn es gibt ja einige Verträge. Das ist ein ganz großes Thema und ganz komplex. Können wir einen eigenen Film drüber machen, denn ich erinnere mich jetzt nur an einen Vodafone-Tarif, der nur in Deutschland funktioniert, in Deutschland ein tolles Netz bietet, aber im Ausland nichts. Also verstehe ich alles nicht so ganz. Machen wir vielleicht mal einen eigenen Film. Christian, mir schwirrt gerade der Kopf. Genau. Also Antenne habe ich kapiert, 5G-WLAN und GPS soll es haben, kostet nur ein kleines Geld mehr, dann machen wir es lieber gleich richtig. Und den Router, also diesen Router, hat der den jetzt einen Namen, den du uns da gerade gezeigt hast? Das ist quasi deine Empfehlung, die du an den normal, nennen wir doch einfach, die du mir geben würdest. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Das heißt also, unter denen, die wir momentan im Sortiment haben, wäre eben dieser kleine hier das Gerät, was ich empfehlen würde. Das ist eben der Connex eNet Camper TV Mini. Kleines Gerät, wenig Stromverbrauch, Cat6, liefert eben das, was man so als Einstiegslösung braucht. Wem das nicht reicht, der wartet noch 4 bis 6 Wochen, dann gibt es den auch als Cat12 und dann kann man für diesen Teil auch weltweit unterwegs sein. Oh, der ist dann auch noch weltweit fähig. Der ist dann auch weltweit fähig, genau. Wird dann etwas teurer werden, aber der macht es dann weltweit. Welche Fragen stellst du einem Kunden, der jetzt zu dir kommt, und sagt, hier, ich will sowas? Wie kommst du eigentlich dann nachher auf die Geräte? Du hast ja bestimmt eine gewisse Vorgehensweise. Also zunächst einmal frage ich die Kunden, was sie denn eigentlich machen wollen mit dem Internet. Und wenn mir ein Kunde sagt, ich will nur surfen und sonst nichts, dann kann der auch ein ganz einfaches Gerät verwenden. Wenn der aber jetzt mir sagt, ja, ich brauche das eben als Ersatz für meine Satellitenschüssel, dann muss es schon etwas sein, was etwas mehr leistet. Und die nächste Frage ist eben dann, wo willst du denn überall hin? Wenn ihr mir sagt, naja, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich reicht, dann ist es ziemlich Wurst, welches von den höherklassigen Geräten man verwendet, denn die funktionieren doch überall. Aber wenn ihr mir sagt, naja, Mongolei möchte ich gern bereisen und Laos und Thailand und ich möchte auch noch irgendwann mal mit dem Frachter über einen großen Teich und mir Südamerika angucken, dann muss ich ihm sagen, nimm gleich die Geräte, die eben auch weltweit funktionieren, denn sonst wirst du auf der anderen Seite vom Atlantik oder auch in Asien nicht viel Freude haben. Christian, ich habe deine Empfehlungen hier mal zusammengefasst. Wer nicht viel Platz hat, für den gibt es das komplette Paket mit immerhin Cat6 für 399 Euro, mit einem sehr geringen Dauerenergiebedarf von gerade einmal 5 bis 6 Watt. Damit seid ihr in ganz Europa perfekt ausgestattet. Für 419 Euro bekommt ihr das Highspeed Optimum mit Cat19. Dafür braucht ihr aber mehr Platz und der Energiehunger wächst auf 15 bis 20 Watt. Perfekt für Deutschland und ganz Europa. Und wer weltweit unterwegs ist, für den gibt es den World Traveler Mini. Egal ob Russland, Mongolei, USA, Südamerika oder China, das Gerät arbeitet mit allen bekannten LTE-Frequenzen und verbraucht gerade einmal 8 bis 9 Watt. Übrigens, wer jetzt neugierig geworden ist und sich bis Ende November für einen Kauf bei Christian entscheidet, kann sich mit dem Code WOMO.blog einen Rabatt von 5% sichern. Liebe Zuschauer, was mich jetzt am meisten irritiert, ist, dass ich hier für den gleichen Preis viel fortschrittlichere Technik bekomme und für eine lange Zeit wahrscheinlich Ruhe haben werde. Sollte irgendwann 5G das große Thema werden, kann ich relativ einfach den Router austauschen. Ja, je nach eurem Nutzerverhalten könnt ihr natürlich auch weiterhin mit eurem Smartphone glücklich sein. Aber wer heutzutage mehr haben will oder es beruflich, ja, haben muss, der sollte sich mit den angesprochenen Produkten einmal beschäftigen und Christian und sein Team stehen dann sicher auch mit Rat und Tat zur Seite. Hey, vielen Dank, Christian, für das Interview. Das war wirklich eine Sehr tolle gerne. Geschichte. Ich glaube, wir sind jetzt alle ein ganzes Stück schlauer geworden und können zumindest für uns selber entscheiden, was wir in Zukunft brauchen werden. Vielen Dank. Ich hoffe, euch hat unser kleiner Clip gefallen. Dann gebt uns doch ein Like, schreibt einen Kommentar und diskutiert mit uns. Besucht uns auf WOMO-Blog, da warten noch viele Produkttests, Reiseberichte und Selbstwarenleitungen auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.